Hallo, ich bin die Gerte und ich erkläre euch heute, wie die Karten bei Interaction funktionieren. Das heißt, wir haben bei Interaction zwei verschiedene Kartentypen. Einerseits die Nesti-Karten und andererseits Kategoriekarten. Bei Interaction gibt es fünf verschiedene Kategorien, deshalb gibt es auch fünf verschiedene Kategoriekarten. Wie funktioniert das Ganze? Wenn ihr die Spielbox öffnet, findet ihr vorweg einen großen Kartenstapel vor. Diesen müsst ihr entsprechend der Kategorien, wie es hier vorbereitet ist, zusammenstellen. Das heißt einmal Action, Wissen, Minigames, Social und Kreatives und am Schluss auch noch die Nesti-Karten. Entsprechend einen Stapel bilden und um den Spielplan legen. Dann darf man zu Beginn jedes Team 3 Nesti-Karten ziehen. Wie gesagt, nur jedes Team und nicht jeder Spieler. Jedes Team darf während des ganzen Spieles maximal 5 Handkarten auf der Hand haben. Man bekommt jede Spielrunde immer eine Karte dazu. Wenn man nicht gewillt ist, Karten auszuspielen und man hat schon 5 Handkarten, darf man keine weitere mehr aufnehmen. Ja, welche Funktionen haben nun diese Karten? Wenn man die Karten umdreht, dann sieht man, dass es bei den Kategoriekarten sich noch eine zusätzliche Karte auftut. Das sind die roten Karten, unsere Jokerkarten. Es gibt somit insgesamt 3 verschiedene Typen von Karten, die sogenannten Nesti-Karten, die Kategoriekarten und die Jokerkarten. Wie funktioniert das in der App? Hier sieht man, wenn man zu dem Screen kommt, Karten ausspielen, kann man seine Handkarten als Team ausspielen. Bei den Nesti-Karten habe ich die Möglichkeit, anderen Spielern die Aufgabe schwerer zu machen. Ich spiele die Karte aus, drücke in der App auf eine Stufe schwieriger und lege meine Karte entsprechend den Stapel unten wieder rein. Ich habe auch die Möglichkeit, die Kategoriekarten auszuspielen, entweder auch als Nesti-Karte im Sinne von die Aufgabe schwerer zu machen oder mit dem Herzsymbol kann ich mir die Aufgabe leichter machen. Und je nachdem, als was ich es nutze, drücke ich das entsprechende Symbol und lege meine Karte wieder unten in den Stapel rein. Ja, und dann gibt es noch die sogenannten Joker-Karten. Hier habe ich wieder die Möglichkeit, die Aufgabe schwerer zu machen, leichter zu machen mit dem Herzsymbol oder die Aufgabe dem anderen wegnehmen. Klicke dann meinen Namen an und kann somit die Aufgabe übernehmen. Warum möchte ich eine Aufgabe klauen? Ganz einfach. Immer wenn ich eine Aufgabe schaffe, darf ich eins nach vor und wer als erstes den Pokal abgestaubt hat, hat bekanntlich das Spiel gewonnen. Ja, zu diesen Karten ausspielen hat man aber auch die Möglichkeit, am Ende von der Aufgabe die Karten einzutauschen. Das heißt, besitze ich 3 Karten einer Farbe, 3 blaue, 3 orange, 3 grüne, dann habe ich die Möglichkeit, die einzutauschen und kann dann dementsprechend am Glücksrad drehen. Dazu muss noch gesagt werden, die Joker-Karten zählen für jede Farbe. Das heißt, ich kann sie als blaue Karte, als orange Karte oder als grüne Karte nutzen. Ja, und der Vorteil beim Karteneintauschen ist, ich kann am Glücksrad drehen und es passiert eine Aktion. Das heißt, die anderen müssen zurück, ich darf nach vor gewisse Steine, ich muss die Plätze tauschen mit einem anderen, je nachdem kommt irgendeine lustige Aktion vor. Ja, das war es eigentlich auch schon zum Thema Interaction und Kartenfunktionen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Spielen und freue mich bis zum nächsten Mal.